Willkommen bei der Vergokan Academy. Heute erklären wir, wie man einen Gerätebecher mit geringer Einbauhöhe vom Typ TSBL3 montiert. Dieser kann alternativ zum Gerätebecher TSBU4.45.45 verwendet werden. Montieren Sie zunächst die Module 45 im Gerätebecher. Sie rasten einfach ein. Schließen Sie dann die Kabel hinten in den Modulen an. Nun kann der Gerätebecher in den Klappdeckel eingeklipst werden. Lassen Sie nun den fertig ausgestatteten Klappdeckel in die Aussparung im Estrich ein und regulieren Sie die Höhe so, dass er mit dem Bodenbelag abschließt. Damit der Klappdeckel wasserdicht wird, können Sie den wasserdichten Kabelauslass mit diesem Werkzeug losschrauben, um den Tubus zu befestigen. Anschließend schrauben Sie den Deckel mit dem Werkzeug wieder fest.